Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zum Oster-Special. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich wieder mal ein bisschen am Basteln bin. Eigentlich habe ich das Projekt letztes Jahr schon auf dem Schirm gehabt, bin da aber nicht dazu gekommen. Insofern, viele werden es sicherlich schon auf dem einen oder anderen Kanal vielleicht mal gesehen haben, die auf Thingiverse unterwegs sind, an denen kann das eigentlich auch nicht vorbeigegangen sein. Nichtsdestotrotz, ich hatte da Bock drauf, ich wollte das noch machen und von daher jetzt auch auf diesem Kanal. Worum geht es denn jetzt überhaupt? Es geht um einen Eggbot, Egduino oder wie auch immer ihr das Ganze nennen möchtet. Das Ganze ist quasi ein 3D-Drucker zum Ostereier bemalen. Also Sphero-Bot war zum Beispiel auch einer der Begriffe, unter denen das Ganze gelaufen ist. Einfach ein Drucker, der in der Lage ist, runde Objekte zu bedrucken. Also ihr habt einmal die X-Achse, da wird das Ei eingespannt, das wird dann einfach hin und her gedreht und von oben kommt ein Stift drauf, der wird nach links und rechts gedreht, das ist dann die Y-Achse und die Z-Achse ist, wenn der Stift angehoben wird, damit er eben kurz nicht zeichnet, während das Ei weitergedreht wird, dann wieder abgesetzt wird. So, das ist so auch schon direkt eigentlich das ganze Prinzip dieses Projektes. Das heißt, wir haben einmal einen Schrittmotor von der einen Seite, der sich darum kümmert, das Ei zu drehen. Wir haben einen Schrittmotor von der anderen Seite, der sich darum kümmert, den Stift hin und her zu bewegen. Und wir haben einen kleinen Servomotor, der den Stift anhebt, wenn er nicht benötigt wird. Für die Schrittmotoren gibt es ein extra CNC-Shield, wo auch direkt die Treiber dafür drauf passen. Das Ganze wird also einfach auf den Arduino Uno draufgesteckt und dann ist das Ganze eigentlich auch schon einsatzbereit. Also so viel gibt es jetzt eigentlich an der Stelle gar nicht zu tun, was Hardware angeht, sondern es ist diesmal das meiste einfach zum Zusammenstecken. Also ja, Plug and Play will ich nicht sagen, aber es funktioniert doch ziemlich zügig zum Ergebnis zu kommen. Einziger Haken, das Projekt funktioniert jetzt nur für alle, die einen 3D-Drucker zu Hause haben. Zumindest so in der Variante, wie ich es jetzt hier umsetze. Ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, ihr könnt euch ein paar Holzbretter nehmen, könnt da so eine Halterung für zusammenschrauben, braucht einfach nur eine Vorrichtung, wo ihr das Ei einspannen könnt. Und diese Vorrichtung muss per Schrittmotor drehbar sein. Also eurer Fantasie sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Irgendwie ist das Ganze auch immer ohne 3D-Drucker machbar. Aber ja, ich habe jetzt auf einen 3D-Drucker gesetzt, da ich nun mal einen oben im Hobbyraum stehen habe. Und von daher, ich würde sagen, während wir jetzt hier an den PC wechseln, blende ich mal kurz ein bisschen ein, wie die 3D-Druckteile entstanden sind. Und dann zeige ich euch das Ganze mal, wie man das Ganze zusammenbauen kann. Und danach gehen wir noch an den PC, richten die Software dafür ein. Ja, und wenn alles dann soweit funktioniert hat, hoffe ich, können wir gleich unser erstes Ei gemeinsam bedrucken. Legen wir mal los. Ja, hier seht ihr jetzt erstmal die 3D gedruckten Teile. Alles was pink ist, sind die Bauteile, die dafür zuständig sind, das Ei festzuhalten bzw. das Ei zu drehen. Die schwarzen Teile hier sind dafür zuständig, den Stift festzuhalten bzw. zu führen. Und das Weiße ist quasi das Gehäuse, wenn man so möchte, also der Hauptrahmen. So. Das schieben wir mal hier auf die Seite. Das sind also die 3D-Druckteile. Was brauchen wir noch? Als erstes brauchen wir einen Arduino Uno. Wir brauchen das CNC-Shield für den Arduino Uno. Das CNC-Shield wird geliefert direkt mit 4 Treibern. Davon brauchen wir 2. Dann brauchen wir natürlich auch 2 Schrittmotoren. Bei den Schrittmotoren müsstet ihr darauf achten, dass ihr diese Art von Steckverbindern dabei habt und nicht diese Art von Steckern. Diese Seite kommt in den Schrittmotor. Es gibt aber auch Kabel, die auf beiden Seiten mit diesem Stecker ausgestattet sind. Die bringen uns in dem Fall nichts. Also immer darauf achten, dass ihr die schwarzen Steckverbinder als Gegenseite bekommt bei den Schrittmotoren, dass wir das Ganze auch am Shield anschließen können.
Dann brauchen wir hier noch ein SG90 Servo. Das ist, denke ich, einer der gängigsten Servomotoren, die man so aus dem Modellbaubereich kennt. Mit einem ganz normalen kleinen Ärmchen dran. Die andere Seite habe ich einfach abgeknipst. Die werden ja immer entweder mit einem Kreuz oder mit so einem Balkenstück ausgeliefert. Wir brauchen nur ein Ärmchen da dran. Also habe ich den Rest einfach abgeknipst. Dann brauchen wir einen 120 Ohm Widerstand. Den habe ich jetzt hier schon mal mit zwei Steckbrücken angelötet, dass wir den nachher auch auf dem Shield platzieren können. Und zwar müssen wir nachher den Arduino daran hindern, einen Reset auszuführen. Das kann man entweder mit einem Kondensator machen oder eben mit einem Widerstand. Ich habe mich für die Widerstandsvariante entschieden, weil ich in den Foren unheimlich oft gelesen habe, dass die Kondensatorvariante Probleme bereitet. Außerdem hatte ich keinen 100 Mikrofarad Kondensator hier rumliegen, den Widerstand hingegen schon. Also habe ich die Widerstandsvariante gewählt. So, dann brauchen wir hier noch 6 Jumper, also einfach diese kleinen Steckverbinder, also Jumperbrücken, jeweils 3 für jeden Schrittmotor. Die habe ich jetzt einfach bei mir aus alten Festplatten rausgekramt. Dann benötigen wir ein 12 Volt Netzteil. Ich habe jetzt eins mit 2 Ampere gewählt. Ich kann ehrlich gesagt keine genauen Werte nennen, was da jetzt die Mindestanforderung ist. Ich kann nur sagen, mit 12 Volt, 2 Ampere, es funktioniert. So, und dann habe ich hier noch eine kleine Sammlung von ein paar M3 Schrauben. Und ja, das ist eigentlich auch das Letzte, was wir benötigen. Und da wir jetzt alles schon hier liegen haben, würde ich sagen, wir fangen mal an mit dem Aufbau. Schieb das hier mal ein bisschen so. Wir fangen an mit der Schraube, nehmen uns das passende Gewindestück dazu und schrauben das jetzt erstmal ein ganzes Stück auf die Schraube drauf. So, das sollte erstmal reichen. Und jetzt wird die Schraube hier in das Gehäuse oder den Rahmen erstmal reingedreht. So. Dann haben wir hier dieses gedruckte Teil. Dieses gedruckte Teil kommt nachher so rum, na, in die Schraube rein. Dazwischen hört eigentlich noch eine Feder. Die Feder ist leider immer noch nicht geliefert, da ich euch das Projekt aber vor Ostern zeigen wollte. Müssen wir jetzt einfach auf die Feder verzichten und einfach mal die Daumen drücken, dass das Ei dadurch nicht kaputt geht. Eigentlich sollte dieses Teil hier also gefedert hier drinnen sitzen. Heißt, es wird immer über die Feder ein gewisser Druck aufgebaut, aber er kann ein bisschen kompensieren. Das kann er gleich bei mir nicht. Also wenn das Ei knack sagt, dann liegt es an der fehlenden Feder. Jedenfalls dieses Teil gehört eigentlich da rein. Hier, ah genau, das Kugellager habe ich eben vergessen. Das hatte ich nämlich hier schon reingedrückt und krieg's nicht mehr raus. Das Kugellager sitzt nachher hier drin, um das Ei beweglich zu halten. Hier kommt auf jeden Fall diese Spitze drauf. Das passt genau in das Kugellager rein. Somit ist das hier jetzt frei gelagert und kann hier in die Schraube eingesetzt werden. So, damit sind wir auf der rechten Seite mit der Eihalterung eigentlich schon fertig. Hier kann das Ei sich schon frei drauf drehen. Heißt, auf der Seite brauchen wir jetzt unseren Schrittmotor, der das Ei dann auch wirklich dreht. Dazu nehme ich mal hier den ersten Motor, nehme mir mal die erste Schraube und versuche mal den Motor hier festzuschrauben. Und das passt leider nicht ganz so gut, muss aber zum Glück auch nicht bombenfestgezogen werden, sondern wenn es nicht wackelt, reicht das vollkommen aus. Also so ist das schon vollkommen in Ordnung. Und wenn wir schon dabei sind, montieren wir auch direkt den zweiten Motor. Und dieser Motor wird hier von hinten aufgesetzt, wie schon eben erwähnt. Der soll ja den Stift hier hin und her drehen. Also versuchen wir jetzt, den hier möglichst mittig zu platzieren. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. So, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem Arm. Davon haben wir zwei Teile. Das hier oben mit dieser großen Aussparung, das ist die Aussparung, wo nachher der Stift rein soll. Das heißt, die muss von oben so drauf sitzen. Also muss dieses Teil so auf den Schrittmotor hier drauf. Wenn man sich jetzt hier die Unterkante von dem Kreis ansieht, dann sieht man, es ist kein komplett runder Kreis, sondern hier unten ist das Ganze etwas abgeflacht.
Und das liegt daran, dass auch an dem Schrittmotor die Aufnahme auch eine flache Kante hat. Und genau so mit der flachen Kante sollte das Ganze jetzt auch übereinander liegen. Das sorgt einfach dafür, dass das auf der Achse nicht verrutschen kann, sich nicht verdrehen kann. Und der Druck ist in dem Fall hier so präzise geworden, dass ich hier auch gar keine Schraube brauche, sondern das hält bei mir einfach bombenfest, wenn ich das einfach nur da drauf drücke. Ihr seht hier vielleicht auch, ich musste hier viel mehr schleifen, als mir eigentlich lieb ist. Also den Druck, den ich hier gewählt habe, der ist sowas von präzise. Ich weiß nicht, ob mein Drucker zu viel extrudiert hat, dass der zu viel Material rausgedrückt hat und die Spaltmaße dadurch kleiner geworden sind. Also das war auf jeden Fall eine Katastrophe zu schleifen, das kann ich euch sagen. Auch mit dem Gewinde, das ist auch eine elende Arbeit. Aber wenn man es einmal geschliffen hat, muss ich sagen, ist es wirklich wunderbar vom Konzept her. Aber ein bisschen mehr Spiel, zumindest an den beweglichen Teilen, wäre doch ganz nett gewesen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, wir bauen weiter zusammen. So, hier das Teil ist schon mal fest. Das gehört nachher hier oben drauf. Aber damit wir jetzt noch da gut drankommen, machen wir erstmal mit dem Servomotor weiter. Ja, wie zeige ich es am besten? Ich glaube so. Ja, und hier diesen Servo, den müsst ihr jetzt so montieren, dass der bewegliche Arm auch an der oberen Seite sitzt, also hier an dem Gelenk sitzt. Weil der muss ja nachher den Stift anheben können und das würde nicht funktionieren, wenn der Arm hier unten sitzt. Also so rum muss der Servo gleich hier rein. Zum Servo vielleicht noch eben kurz. Normalerweise hat er ja hier drei Steckkontakte. Hier habe ich jetzt das Datenbeinchen abgeknipst. Das heißt, hier dran ist nur noch Ground und die 5-Volt-Leitung. Und den Datenpin habe ich an ein Jumper-Wire gelötet. Das hat einfach den Grund, es muss nachher auf dem CNC-Shield auch gesondert aufgesteckt werden. Das heißt, das eine Kabel, das Data-Wire hier abzuknipsen und einen Steckverbinder dran zu machen, solltet ihr vorher erledigt haben. Und erst dann können wir den Servo montieren. So müsste das Ganze jetzt eigentlich passen. So, eigentlich müsste hier unten auch noch eine Schraube rein. Ich verzichte jetzt mal drauf. Ich lasse jetzt mal nur die eine hier drin, weil wenn er hochdrückt, drückt er sich eh selber gegen die Wand. Sollte also erstmal ausreichen. So, damit ist der Servo auch schon montiert und wir kommen jetzt zum eigentlichen Arm, wo nachher der Stift rein soll. Dafür brauchen wir eine M3er-Schraube, die durch diese ganze Gelenkeinheit durchgeht. So, platzieren das Halteelement in etwa mittig und zack, passt die Schraube auch schon dadurch. Dann habe ich hier noch eine kleine Mutter dazu. Die setzen wir jetzt einfach am anderen Ende auf die Schraube. So, und somit ist der Stifthalter auch fest. Schlägt hier auch sauber auf den Servoarm. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich mache es mal so. So, und hier seht ihr, liegt dieser Halter auch genau auf dem Servoarm auf. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch dieses Teil. Das sind genau genommen zwei Teile, die ich jetzt gerade nur nicht so ohne weiteres auseinanderkriege. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass hier kein Spiel in irgendeiner Weise drin ist nach dem Druck, sondern einmal zusammengedrückt sind die Dinger so feste zusammen. Und ich möchte jetzt nichts kaputt machen, deshalb lasse ich die zwei Teile jetzt einfach zusammen. Warum sind das wieder zwei Teile? Das eine Teil gehört hier auf die Achse vom Stellmotor. Das hat auch hier wieder in dem Kreis die eine gerade Kante, damit der Stellmotor eben an dieser Kante einen Pack anhat und nicht durchrutschen kann. Und wie ihr seht, es gibt hier zwei unterschiedliche Aufsätze für, und zwar einen etwas längeren, einen kürzeren. Und ja, ich denke mal, das lange und das kurze ist einfach je nachdem, wie groß das Objekt ist, was man hier einspannt. Und damit es immer in der Mitte sitzt, so ziemlich, hat man hier drüber jetzt die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich spanne jetzt hier ein großes Ei ein, dann kann ich darüber ein bisschen mehr Platz schaffen in die eine Richtung, weil hier kann ich es über die Schraube regeln. Auf der Seite habe ich keine Schraube, das heißt, hier ist mein Abstand immer fest. Und das kann ich eben über diesen zweiten Adapter hier lösen. Ich habe mich jetzt erstmal für meinen ersten Testlauf für das lange Stück entschieden. Und ich montiere das jetzt mal eben hier drauf. Ja, und jetzt haben wir hier schon die Spannvorrichtung für unser Ei komplett. Wenn ihr jetzt mal seht, ich glaube fast, wenn ich mir das so angucke, entweder ein ganz kleines Ei oder ich muss doch sehen, dass wir hier das kleine Teil drauf kriegen, weil ansonsten habe ich hier nicht so viel Platz. Wir schauen nachher mal, ich lasse es erstmal so
und wir bauen erstmal weiter zusammen. Das kann beiseite und wir nehmen uns mal das CNC-Schild vor. So, dafür zoomen wir jetzt mal ein bisschen näher ran, so, damit ihr das auch anständig sehen könnt. Und zwar haben wir jetzt hier 2x3 Jumper. Das CNC-Schild hat einmal hier X, hier Y, hier Z und hier nochmal A. Uns geht es jetzt eigentlich nur um die X- und um die Y-Achse. Und mit den Jumpern kann man hier an diesen Header-Pins die Schrittweiten bestimmen. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail groß weiter drauf eingehen, sondern ich glaube, es sind 1/32 Schritte, die wir benötigen. Auf jeden Fall, wir brauchen hier auf jedem dieser Zweibein-Kombinationen einen Jumper. Erster Jumper, zweiter Jumper und auf die letzten beiden Beinchen kommt der dritte Jumper. So, jetzt haben wir hier schon mal 3 Jumper drauf. Das gleiche machen wir jetzt nochmal für die Y-Achse. Und fertig ist das Ganze. Hier 3 Jumper, hier 3 Jumper und dann können wir auch schon die Treiber montieren. Die Treiber montieren immer so, dass die Einstellschraube nach unten zeigt, also über den Jumpern sitzt. Und wenn ihr die Kühlkörper montiert, achtet darauf, dass die Kühlkörper nicht hier irgendwie an die Kontakte kommen oder so, sondern lasst da immer schön viel Platz. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch, es ist so eine kleine dünne Linie hier drauf eingezeichnet, über der diese Kühlkörper sitzen sollen, weil ansonsten produziert ihr mit dem Alu-Kühlkörper hier ganz schnell einen Kurzschluss und dann ist der Treiber hops. Und wahrscheinlich habt ihr Glück, wenn es nur der Treiber ist. Ja, jedenfalls die Treiber kommen auf Port X und Port Y. Dann nehmen wir hier unseren Widerstand, den wir vorbereitet haben. Hier, wie gesagt, 120 Ohm, 2 weibliche Steckverbinder dran. Und das Ganze kommt hier einmal auf Reset und einmal auf 5 Volt. Nachdem ihr den Widerstand montiert habt, müssen jetzt noch die beiden Schrittmotoren angeschlossen werden. X ist der Schrittmotor, der nachher das Ei drehen soll. Und Y ist der Motor, der den Stift am Ende bewegt. Dann hatten wir noch das Kabel vom Servomotor. Da hatten wir ja hier schon den einen Pin von abgeschnitten. Also haben wir hier noch Ground und 5 Volt. Und diese beiden Anschlüsse finden wir auch hier auf dieser blau-gelben Schiene hier am Rand wieder. Und da schließen wir jetzt erstmal den Servo schon mal an Strom an. Und dann bleibt jetzt nur noch hier die Datenleitung von dem Servomotor übrig. Und diese kommt hier oben an Z-Step und zwar an den blauen Steckverbinder. So, und dann sieht das Ganze so aus. Ja, und das war's eigentlich schon. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, wäre Strom. Denn die Schrittmotoren benötigen mindestens 12 Volt. Dafür hatte ich eben schon das Netzteil eingeblendet. Und ich bin hergegangen und habe von diesem Netzteil den Stecker abgeschnitten. Dann sieht das Ganze bei mir so aus. Man sieht hier vielleicht auf dem Kabel ist der Minuspol auch markiert. Ansonsten müsst ihr das mal durchmessen, was Minus und was Plus ist. Hier auf dem Board ist es auf jeden Fall beschriftet. So, Entschuldigung, dass ich jetzt so immer die Hände etwas im Weg hatte. Ich hoffe, ihr konntet soweit alles sehen, aber das wäre jetzt erstmal alles, was so zu verdrahten gilt. Das lege ich jetzt kurz, soweit es mir möglich ist, auf Seite. Über den Servo hängt jetzt hier schon alles dran. Und damit wir das jetzt hier festkriegen, gibt es hier hinter dem Stellmotor, der das Ei nachher dreht, auch eine Aufnahme. Auf diese Vorrichtung kann der Arduino jetzt auch aufgeschraubt werden. Also, wenn ich euch einen Tipp geben darf, schraubt den Arduino vielleicht als erstes hier drauf, bevor ihr die Schraube da drunter setzt, dann wackelt das Ganze nicht so wie bei mir. So, zum Glück muss das Ganze ja nicht so viel halten. Arduino ist fest, die Motoren sind fest und insofern würde ich sagen, wir können jetzt erstmal an den PC wechseln, denn bevor wir jetzt hier gleich das Shield draufpacken, müssten wir vorher die Software auf den Arduino spielen, damit der nicht mit dem Shield irgendwelchen Blödsinn anstellt. Das heißt, wir wechseln jetzt an den PC. So,
Damit wir jetzt die Software auf den Arduino kriegen, wechselt ihr auf github.com/plex3r/ecduino. Ich verlinke das Ganze natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. So, und dann klickt ihr hier auf Clone or Download und ladet das ganze Projekt als ZIP-Datei herunter. Das öffnet ihr einmal und legt es einfach mal auf den Desktop oder sonst wohin ab und benennt das ganze Projekt danach um. Und das ist sehr wichtig für alle, die sich mit Arduino noch nicht so auskennen. Benennt das Projekt um in Ecduino, also ihr nehmt das minus Master dahinter weg. Ansonsten würde der Arduino, nämlich gleich, also die Software des Arduinos, nur diese Datei in einen Unterordner verschieben und dann klappt das ganze Projekt nicht. Also den Ordner umbenennen in Ecduino und danach die Datei ecduino.ino aufrufen. Ich setze jetzt gerade mal voraus, dass ihr die Arduino-Software schon installiert habt. Sollte das noch nicht der Fall sein, wie das funktioniert und wie die Arduino-Software an sich zu bedienen ist, verlinke ich euch oben in der Infobox auch nochmal ein Video. So, das hier ist jetzt das ganze Projekt. An dem Projekt müsst ihr eigentlich auch gar nichts mehr ändern, sondern ihr wählt jetzt hier einfach nur noch das richtige Board aus. Und zwar in dem Fall ist es ein Arduino Uno. Dann schaut ihr hier unter Ports. Bei mir ist es der COM10, wo jetzt der Arduino dranhängt. So, und dann könnt ihr eigentlich das ganze Projekt auch schon hochladen. Und fertig, das war's auch schon mit der Arduino-Software. Diese ist jetzt auf dem Arduino und auch schon einsatzbereit. Dann machen wir das wieder zu und machen mit der Installation direkt weiter. Und zwar gehen wir jetzt auf die Seite inkscape.org/de, sagen herunterladen und laden uns die Version 0.92.4 herunter. Und zwar in meinem Fall die Version für Windows. Ich nehme die 64-Bit-Variante, das Windows Installer Package. Welche Variante ihr da nehmt, ist aber glaube ich ziemlich egal. So, die installieren wir. Sagen hier Next, akzeptieren das Ganze und sagen komplette Installation. Ich bestätige nochmal den Dialog. So, und wenn die Installation fertig ist, können wir hier mit Finish bestätigen. Aber das war's mit Inkscape noch nicht ganz, denn Inkscape ist erstmal nur das Programm, was ihr euch so vorstellen könnt wie Photoshop vom Grundsatz her. Also es ist einfach das Bildbearbeitungsprogramm, mit dem wir nachher sagen können, welche Linien soll der Drucker auf das Ei denn überhaupt draufmalen. Aber Inkscape benötigt jetzt noch ein Plugin, damit es nachher auch in der Lage ist, mit unserem Arduino zu kommunizieren. Und das installieren wir jetzt. Und dafür gehen wir nochmal im Browser auf github.com/evil-mad/ecbot/releases. So, und hier sehen wir, haben wir die Version 2.8.1. Und hier sehen wir First Download Inkscape 92.4, das haben wir schon gemacht. Und jetzt sollen wir uns die Datei ecbot281r1.exe runterladen. Und die finden wir hier unten am Ende der Seite. Klicken da einmal drauf, dann lädt er die herunter. Wir starten die Datei, bestätigen nochmal und jetzt fragt er uns, was er installieren soll. Wir hätten gerne beides. Wir möchten einmal die Inkscape-Erweiterung und wir möchten den USB-Treiber haben. Sagen Install und schließen das Ganze. So, wenn wir jetzt einmal in den Arbeitsplatz gehen, gehen wir hier unter Programme. Dadurch, dass ich die 64-Bit-Version genommen habe, finden wir jetzt Inkscape bei mir in dem Ordner C-Programme. Ansonsten, wenn ihr die 32-Bit-Variante gewählt habt, dann würdet ihr Inkscape im Ordner Programme x86 finden. Aber jetzt in dem Fall C-Programme, Inkscape, Unterordner Share und da gibt es dann einen Ordner Extensions. So, und in diesem Extensions-Ordner liegen jetzt alle Erweiterungen für Inkscape, also auch unsere Erweiterung für den Ecbot. Hier sehen wir das Ganze schon. Was hier aber noch fehlt, ist eine Datei ebb-serial-py und die bekommen wir auch wieder von GitHub. Alle Links, die ich hier verwende, findet ihr auch in der Videobeschreibung. So, und jetzt sind wir nochmal beim User Plexa und hier hat er uns die serial-py gepatcht. Diese Datei brauchen wir für die Kommunikation mit dem Arduino noch. Ihr geht hier auf Plotinc, sagt wieder, ihr ladet euch die ZIP-Datei herunter
öffnet die Datei. Und dann geht ihr hier in diesen Libraries-Ordner und ihr benötigt jetzt auf jeden Fall diese Serial-Datei. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr auch einfach alle drei hier rüber kopieren. Jetzt sagt er euch hier, oh, es sind drei Dateien mit gleichem Namen vorhanden. Macht aber nichts. Die möchten wir ersetzen. So, das müssen wir dann für alle drei Dateien bestätigen. So, nachdem ihr jetzt diese Erweiterung installiert habt, wechselt ihr einmal in den Texteditor, öffnet die Datei ebb-serial.py und sucht mal die Zeile if port 2 starts with USB und so weiter. Und diese müsst ihr jetzt einmal noch austauschen gegen diesen Textblock, dass das Ganze so aussieht. So, und wenn ihr dann mal nach Timeout sucht, dann kommt ihr hier in diese Zeile und hier seht ihr schon eine Sekunde Timeout. Das ist für unseren Fall einfach zu wenig. Das ändert ihr noch auf 2 Sekunden. So, und dann sind wir eigentlich mit dem Patch-Vorgang fertig. Wir müssen das Ganze jetzt nur noch speichern, die Änderungen. Er wollte jetzt gerade nur, dass ich ihm Administratorrechte gebe, weil er ansonsten die Datei nicht bearbeiten durfte. Für alle, die sich jetzt gefragt haben, was ich da so schnell weggeklickt habe. Ja, und das war's dann eigentlich. Damit wäre die Vorbereitung auf der Softwareseite eigentlich auch schon erledigt. Wechseln wir noch einmal kurz zum Arduino zurück, stecken die letzten 2-3 Komponenten zusammen und dann betrachten wir uns das ganze Zusammenspiel mal von Inkscape und dem Arduino-Bot. Ja, so sieht das Ganze hier immer noch aus. Hier haben wir immer noch den Arduino so einsam hängen. Ich nehme jetzt mal hier das Shield dazu und stecke das jetzt einfach mal hier oben drauf. So, und jetzt haben wir hier noch die beiden Kabel von den Schrittmotoren. Wir fangen mit dem für X an. Da hatte ich eben schon gesagt, X ist für den Motor, der das Ei dreht. Also den hier an diesem pinken Teil. So, also das ist unser X-Motor. Und das Kabel vom Y-Anschluss geht hier hinten an den Schrittmotor, der am Ende den Stift hin und her bewegt. Ja, und das war's eigentlich schon. Damit ist das ganze System eigentlich, wenn ich nichts falsch gemacht habe, einsatzbereit. Der Stecker kommt in die Steckdose. Hier an den Arduino kommt wieder ein USB-Kabel dran, welches mit dem USB-Port des PCs verbunden ist. Und dann können wir eigentlich mal unseren ersten Testdruck starten. Ich würde sagen, dafür koche ich jetzt mal eben schnell ein Ei und dann sehen wir uns gleich wieder. So. So, mit frisch gekochtem Ei zurück im Büro. Und hier liegen jetzt die letzten Teile, die wir noch brauchen, um den Druck zu starten. Das wäre einmal natürlich der Stift, mit dem wir nachher auf das Ei malen möchten. Dann haben wir hier einmal 2 so Adapter, mit denen hier oben der Stift eingeklemmt werden kann, wenn dieser nicht passt. In dem Fall, ich habe gerade eben schon mal ausprobiert, wir brauchen nur einen, und zwar den hinteren. Das heißt, den klemmen wir nachher hier oben rein. Ihr seht schon, das ist wieder alles so spack. Und ich habe hier schon abgeschliffen, aber trotzdem will das irgendwie alles nicht so richtig zusammenpassen. Ach, Entschuldigung, das war auch falsch. Den habe ich geschliffen. Der passt zumindest so halbwegs dann da rein. So, und jetzt haben wir hier noch 2 Schrauben übrig.
Die erste Schraube, die nutzen wir nachher, um hier vorne den Stift zu fixieren. Ich drehe die schon mal ein bisschen hier rein. So, das soll erstmal reichen. Und die zweite Schraube, die kommt hier oben rein. So, die ist einfach, um, ich sag mal, den Nullpunkt des Stifts einzustellen. Das heißt, wenn der Stift runterfällt, dass der Servo nicht den ganzen Schlag abkriegt, sondern dass über diese Schraube das Herunterfallen oder das Absetzen des Stiftes gestoppt wird. Das stelle ich jetzt einfach mal so grob so ein, dass der Stift gerade sitzen würde. So, weil wenn das hinterher so schräg hängen würde, ist das ja auch doof für den Stift. Der soll ja auch wirklich gerade von oben auf das Ei runter zeigen. Ah, den Stift machen wir zum Schluss. Ich würde sagen, wir spannen mal als erstes jetzt das Ei ein. Dazu klappe ich hier diese Apparatur für den Stift mal hoch, setze das Ei vorsichtig hier in die Mitte und versuche jetzt mal mit der Schraube das Ei hier zu fixieren. Ja, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ein bisschen wackelt es noch so. So, jetzt wackelt hier nichts mehr. Das Ei dreht sich und ja, ganz minimal schwankt es noch, aber ich habe keine Druckerfahrung. Ich habe es bisher noch nicht getestet. Ihr seid also beim ersten Druck mit dabei. Ihr seht, hier könnte man das Ganze auch noch festschrauben. Wie gesagt, ich musste schon schleifen ohne Ende, um die Dinger überhaupt zusammenzukriegen. Von daher habe ich mir die Schrauben eigentlich an fast allen Ecken und Enden geschenkt bei dem Teil. Es sieht bisher aber alles ganz vielversprechend aus. Ich finde, das könnte so jetzt eigentlich funktionieren. Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen. Wir nehmen jetzt den Stift, setzen diesen hier oben ein. Und genau das wollte ich natürlich nicht. Das war irgendwie doof. Ich nehme jetzt mal hier so ein Post-it. Einfach nur, damit das Ei jetzt hier gleich nicht komplett vollgemalt ist, schon bevor wir loslegen. Setz den Stift ein und schraub das Ganze jetzt erstmal hier drüber fest. So, das sieht so aus, als könnte das funktionieren. So, was ich mich jetzt noch frage, meinem Verständnis nach müsste der Servo ja angehoben werden. Von daher klappe ich das jetzt erstmal nach hinten. Ach scheiße, das hat natürlich nicht funktioniert. Ah super, jetzt habe ich das ganze Ei schon versaut. Das denkt ihr euch jetzt einfach mal weg. Wie ihr seht, ich habe noch keine großen Erfahrungen damit. Ja, und wir wechseln jetzt einfach mal an den PC. So, und hier seht ihr jetzt Inkscape. Ich habe das schon mal gestartet. Jetzt sagen wir einmal zuletzt geöffnete Dateien, Eggbot Template. So, und das einfach aus dem Grund. Wenn ihr jetzt mal seht, das hier ist unsere Druckvorlage für den Drucker. Die ist, glaube ich, 3200 breit. Genau, also 3200 mal 800 ist unsere Druckfläche auf dem Ei. Ich gehe davon aus, wir reden hier in Pixeln. So, und hier möchte ich jetzt mein Smart Home Yourself Logo reindrucken, also das Haus zumindest. Und dazu schauen wir mal, hier habe ich das Haus vorbereitet als schwarz-weiße Bitmap. Schwarz-weiß einfach nur, damit er die Kanten besser erkennen kann. So, hier sagen wir einbetten aus Datei mit Kantenglättung. Okay. So, und jetzt sehen wir, das Ganze ist ein bisschen zu groß geraten. Wir können das hier jetzt runterskalieren, bis das Haus hier reinpasst. Ja. So, in etwa sieht das von den Proportionen doch ganz gut aus. So, und da ich jetzt nicht das Ganze ausgefüllt haben möchte, sondern nur Linien, damit es auch nicht zu lange dauert, gehen wir jetzt hier auf Pfad und sagen Bitmap nachzeichnen. Klicken da einmal drauf, dann können wir jetzt hier noch Grenzwerte angeben. So, und hier über Aktualisieren kann man immer sehen, was macht er da jetzt für Linien draus. Ja, und dann würde ich jetzt hier, weil das so eigentlich schon ganz okay aussieht, einfach mal auf OK klicken. Macht das Fenster wieder zu und jetzt denkt man erstmal, es ist ja gar nichts passiert. Wenn man das jetzt mal beiseite schiebt, dann sehen wir, hier hat er die Kanten nachgezeichnet und einfach da drunter gelegt. So, und jetzt können wir das Haus hier entfernen und das war eigentlich schon die Vorbereitung des Drucks. Ihr könnt zusätzlich natürlich auch oder alternativ zu so einem Import von einer Grafik
natürlich auch selber irgendwelche Bildchen hier einfach draufmalen. Ihr könnt hier Kästchen malen, ihr könnt hier Kreise machen. Wie ihr das möchtet, das möchte ich jetzt nicht. Aber den können wir mal drauf lassen. Einfach mal gucken, was der Drucker daraus macht. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen hier mal auf Erweiterungen, Eggbot und sagen hier Egg Control. So, und hier über diesen Button können wir jetzt den Stift anheben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie weit ich den überhaupt anheben muss. Daher können wir hier mal kurz gucken. Pen Up Position ist 50, Pen Down ist 30. Ich sage mal anwenden, dann müsste er den Motor erhöhen. Na, er hat ihn kurz hochgestellt. Wobei er sagt hier, raise pen and turn off stepper motors for aligning objects in Eggbot. So, und die Motoren sind auch aus. Ich kann hier drehen. Der lässt sich auch frei bewegen. Ja, von daher war das andersrum wahrscheinlich doch richtig. So, hier müssen wir das Ganze also noch auf 30, 50 umstellen, weil jetzt der Servo eben den Stift anhebt. Das heißt, jetzt können wir auch den Stift darauf setzen, ohne dass er das Ei berührt. Ja, und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal auf Plotten und sag mal Apply und wir schauen, was das ganze Gerät hier mit unserem Ei macht. Oh. Okay, wir müssen das Ganze irgendwie noch daran hindern, dass er den Stift hier nach ganz hinten schmeißt. Aber ansonsten, ja, und man bräuchte vielleicht mal einen anständigen Filzstift. Also der Servo hebt einfach viel zu krass den Stift an. So viel kann man schon mal sagen. Aber die Steckdose kann man erkennen, wie ich finde. Ja, jetzt ist er an der Heizung, aber ich merke schon bei dem schnellen Hoch und Runter, wie ich das befürchtet habe. Also ein rohes Ei würde ich nicht nehmen, das wäre schon lange kaputt gegangen. Ja, das Logo hätte man vielleicht auch ein bisschen größer noch machen können. Was mir aber ganz gut gefällt, er malt die meisten Linien mehrfach. Ach, schade, mein Stift gibt auf. Ja, das Dach kriegt er wieder hin. Okay, ist vielleicht auch eine Frage des Winkels. Also das Problem ist auf jeden Fall, dass ich hier so einen Feinmarker genommen habe. Ich denke, da sollte man einen etwas gröberen Stift nehmen und dann dementsprechend die Grafik darauf ein bisschen größer wählen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann das Logo nachher schon erkennen. Ah, und jetzt habe ich es gesehen. Es ist nicht das Problem, dass der Stift den Geist aufgibt, sondern ich habe die Schraube zu weit reingedreht. Dadurch kam der Stift bei manchen Positionen, dadurch, dass das Ei ja nicht hundertprozentig rund ist, dadurch kam der Stift wie zum Beispiel... Ah, Moment, ich muss hier mal eben... Disable Motors. So, ja genau, den natürlich nicht. So, aber hier...
kam der Stift einfach nicht mehr an das Ei, weil die Schraube hier schon drauf lag. Und ja, dadurch konnte er nicht alles malen. Aber ich finde, für den ersten Versuch kann man hier das Logo doch schon super erkennen. Also, ich bin zufrieden. Für den ersten Testdruck, top, oder? Ja, das war's dann auch mit dem Osterspecial und dem Eggbot oder Arduino Eier 3D-Drucker oder wie auch immer ihr das Projekt gerne nennen möchtet. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal und klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Sollte ich irgendwas vergessen haben, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder Probleme beim Nachbauen haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich helfe euch natürlich wie immer, wo ich kann, gerne weiter. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch viel Spaß beim Nachbauen. Ein paar schöne Ostertage, soweit das in der derzeitigen Situation möglich ist. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!